Genau, wo? Warum war es gerade so schnell? Wir haben sich voll schnell bewegt. So, du weg. Du. Wo sind meine? Da sind meine. So. Also ja, ich weiß, Elderbeiter sind die Schnellen und so, aber das sah sehr komisch aus. Das sah viel zu schnell aus. Ja, das hier muss auch alles per Zeit noch weg. Und warum nicht, wenn ich von der Horde von Aliens verfolgt werde? Habe ich hier unten Topastürme? Ein, zwei, drei. Ja, okay, das hilft schon mal ein bisschen. Ach, kaputt. Könige werden dann schon eher ein Problem werden, aber schaffen die auch. Die Kleinen helfen dann ja auch mit. Genau. Oh, die Spitze, da kann ich gut helfen. Die halten nicht ganz so viel aus. Ich glaube, ich muss bald neue Munition holen. Ich bin auf 14 Magazine runter. Hatte ich nicht vor kurzem erst gesagt, dass wir die Fabriken gar nicht mehr brauchen und so? So viel dazu, huh? Was wurde zerstört? Gar nichts, nur beschädigt. Okay. Na komm, Türme, macht mal den Rest. Ich werde so lange beschossen, das ist okay. Macht das hier bitte gelb, weil da eine ganze Tungstenstreifen drin zu haben, sieht komisch aus. Dafür könnt ihr das hier weiter hochbauen. So. Also, wir haben ein bisschen aufgeräumt. Ich hoffe mal, die Basis da hat jetzt ihre Ruhe. Und wir kriegen weiter unser schönes Eisen. 5000 und 4000. Ja, 5000, 4000. Wie viel passt rein? Komm her. Ja, fast voll. Ah, es ist super. Ah, es ist super. Okay, wir hatten ja vor kurzem erst den Drill zu Ende erforscht. Den Tungsten habe ich schon fast genug da. Muss ich noch ein bisschen was abbauen. Die lila Chips. Da. Baue davon mal ein paar von Hand. Dann schnappe ich mich hier genug Munition, um Stack aufzufüllen. Oh, Forschung sieht nicht gut aus. Du hier. Das sind 30 Eier, da müssten dann irgendwie 320, keine Ahnung, Science Packs rauskommen und das reicht dann nicht für die Ärmchen. Okay, also ich werde gleich weiter töten müssen. 14 Polished, sehr schön. Davon habe ich, glaube ich, auch noch genug. Dann bau doch gleich mal eine Highly Advanced Laser Shotgun Dingens. Was fehlt da? Highly Advanced Laser Battery. Dafür fehlt eine Advanced Battery, dafür fehlt eine Laser Battery, dafür fehlt Tin. Ah, okay. Ja, meine erste Reaktion ist Lauf zu dem komischen Schmelzofen-Ding, aber da sind die ja gar nicht mehr. Das heißt, ich muss das anfordern. Okay. Ich brauche mehr Logistik-Slots. Du forder bitte an Tinplates. Warte, da kommen Tinplates. Nom 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 nom. Ja, sieht doch schon viel besser aus. Okay. Highly advanced. Zwei Stück und dann fehlt Ardite und Kobalt. Nimm Mauern weg. Ich hätte gerne Kobalt. Nimm die da weg. Ich hätte gerne Ardite. Nom 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 nom. Gott, so, und jetzt baue ganz lange ganz, ganz viele komische, wuselige Batterien. So, wie viele haben wir hier oben inzwischen? 135, das läuft ja super. Das hätte ich echt nicht gedacht. Wie viel brauchen wir für den tollen Drill? 250. Ja, das ist machbar. Was eher problematisch sein wird, sind die 3-5er-Drills. Ja, bauen wir hier die hinten dran und dann gucken wir weiter. Du, weg, 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 weg. Das kann auch weg.
fordere ich gerade nicht an, richtig? Richtig. Es wäre albern, das anzufordern und gleich wieder wegzuschmeißen. Die Schienen können auch erstmal weg. Die fordere ich wieder an, wenn ich den nächsten Außenposten aufmache. Genauso wie Big Electric Poles. Und mehr Holz. Der Rest ist erstmal okay. Ja. Was hatte ich noch alles vor? Kurz überprüfen, was haben wir an Ressourcen? Eisen sieht nicht so gut aus. Also ja, wir haben den Außenposten erst kürzlich einigermaßen erschlossen, aber trotzdem ist 23.000 nicht so super viel. Müssen wir so dran arbeiten. Kupfer ist okay. Kommt ja auch durchgehend weiter rein. Das sind alles Zweier hier inzwischen, ne? Ja. Gut. Strom ist mehr als okay. Boah, boah. WTF. Okay, das hätte ich jetzt irgendwie nicht gedacht, dass unsere Solarpanels mit den ganzen Steam Engines mithalten können. Also so schnell. Weil ja, es sind 272, aber gefühlt ist es noch nicht so viel. Verglichen mit unseren anderen Staffeln. Ah, das ist krass. Okay. Dann können wir uns echt bald den ganzen Schmuh sparen. Gib mir davon ein Stack. Und das setzen wir gleich. BTF. Strom. Akkus. Da unten. Das hier einmal voll machen. Weil daran wird es dann später hapern. Wenn wir ganz, ganz, ganz viele Solarpanels haben, dass wir die Steam Engines abreißen können. Was ein denkbarer Moment sein wird. Dann brauchen wir eine riesige Akkuanlage für die Nacht halt, ne? Pritzel, pritzel, pritzel. Da sollte das auch hin? So, ja, hier genau zumachen. Aber es sieht schon mal gut aus. Dann als nächstes bitte den Blueprint. Hier wieder ruf. Zack. Und dafür sollten wir jetzt genau Solarpanels haben. Roboter sind am Fliegen. 22.000. Ja. Okay. So, die alle raus, die alle rein, die alle raus, die alle rein. Ich weiß, ich wechsle das hier recht häufig alles durch. Aber ich muss es halt immer der entsprechenden Situation anpassen. Ich denke, die Situation ist jetzt entsprechend. So, also das wären schon mal 8. Warum auch immer hier wieder nur 7 haben. Hier ist schon schnell, ja. Fast. Schön, wie konsequent ich immer bin, ne? Da mal ein paar, hier mal ein paar. Bloß nicht alles auf einmal. Du weg, du. Rein. Ach, okay. Ich brauche mittlere Module. Mittlere Module sind hier. Goodie. Die hier waren für Kupfer später. Stahl. Wie viel Stahl haben wir? 1400. Ja, das sollte ich ja nicht übertreiben. Rot ist immer noch ein Problem. Also rote Chips. Oh, warte. Ihr fordert Draht an. Warum? Ihr bekommt durchgehend Draht. Nimm mal die Kiste weg, die Kiste weg. Achso, die Kiste weg, die Kiste weg. So sollte das besser laufen. Haben wir noch weniger Roboter, die fliegen müssen. Wobei das jetzt schon echt gut aussieht. Aber ja, ich mache da jetzt keine großen Sprünge mehr bei den Robotern. Ich werde jetzt nicht wieder anfangen, mit dem ganzen Zeug rumzufliegen. Erst wenn ich ziemlich, ziemlich viele von den MK1-Robotern zumindest habe. Wie viele blaue Chips habe ich gerade? 35 nur. Ja, okay, das ist nicht gut. Woran hapert es bei euch? Einfach nur Bauzeit. Ich kann da jetzt noch ein Geschwindigkeitsmodul reinhauen, aber ich weiß ja nicht. 2,85. Mach mal absolut Hardcore. So. Pollution hat sich schon mal für zigtausendfacht. Der Crafting Speed 5,25. Ja, ist fast doppelt so schnell. Energieverbrauch ist dafür aber auch dreimal so hoch.
Scheint okay zu sein. Okay, ich teste einfach mal. Wir hauen jetzt überall die ganz guten rein. Das sind die ganz guten, ne? Oh, lass. Ne, das sind die ganz guten. Ja. Wir hauen überall die ganz guten rein. Und schauen, wie es im Strom hinhaut. Mit Pollution ist es ja eigentlich inzwischen egal. Aber primär mit Strom. Das heißt, wir haben weniger Grüne, wir haben mehr Rote, wir haben dementsprechend mehr Blaue. Ich kann mehr Roboter bauen, ich kann mehr automatisieren. Alles ist toll. Jo. Eisen? 21.000. Ich habe die doch gerade alle hier, ne? Aufgestuft. Ich beobachte mal. Also es ist kein Rauslegproblem, es ist kein Reinlegproblem, es ist kein Vorratsproblem. Die sind nämlich alle fast an 4.000. Oh, warte mal, werden die Kisten hier oben eigentlich zugemüllt mit... Nee. Warum ist dann... Das? Alles durcheinander. Gib mir mal das da und das da. Ich hätte gerne die hier drin und da drin. Damit, wenn was ins System überschüssig kommt, das ist... Was? Oh, ja, wird gleich geklaut, ist klar. Also nein, es ist nicht so, dass unsere Erzanlieferungen unser logistisches System irgendwie zumüllen. Im Gegenteil, wir schaffen es gerade so, den Stand zu halten. Also muss ich optimieren, oder? Es muss mehr Erz nach hier kommen. Das ist krass. Also ja, der Item Inserter Stack Size, boah, ist das ein langes Wort. Das Ding da, das wird helfen. Nicht so super viel, aber es wird helfen. Ist hier eine Königin bei? Kann ich nicht so wirklich sehen. Die sah so komisch pink aus. Habe ich einen Roboter dabei? Nee. Na, egal. Also, das Ding wird helfen. Dann optimieren wir noch ein bisschen. Und sonst machen wir gleich einen zweiten Außenposten. Ich muss es ja eigentlich nur so lange durchziehen, in Anführungszeichen, bis... hier Dingens. Bis der 6er Drill irgendwann da ist. Weil dann sollte das ziemlich viel schneller gehen. Alles. So, hier haben wir das Problem, dass wir die Kisten nicht schnell bekommen. Es liegt also auch an den Fließbändern. Weil ich bekomme das hier nicht schneller voll. Was braucht denn das nächste Fließband? Fließband war... Was? Das waren die Fabriken. Wäre auch eine tolle Sache, aber nicht jetzt, nee. Das war ein Vanilla-Symbol. Komm, das musst du kennen. Kenne ich auch bestimmt. Ah, genau die hier. 4? 4. Kipplaster. Ach, da hat er sich versteckt. Bah. Okay, also Kipplaster 1200. Das heißt, ich müsste in echt losgehen, weiter töten. Ich habe jetzt 13 Magazine. Ich glaube, ich mache das mal. Das heißt, ich schnapp mir jetzt die Basis. Oh, das ist auch schön hier mit den Kristallen. Eventuell baue ich das Ding hier um, dass es dahin fährt und da die Kristalle abbaut. Ja, aber ja, ich gehe jetzt los, geh töten, damit ich mehr Alien-Artefakte habe, damit ich mehr Science-Packs habe, damit ich mehr tolle Sachen forschen kann und dann auch die schnelleren Fließbänder habe. Was bist du? Tungsten. Und das Ding ist immer noch am Rödeln hier. Das ist immer noch die Munition, die ich vor irgendwie 10 Minuten oder so einen Auftrag gegeben habe. Das ist krass. Oh, das ist ein Smallbiter. Wie geil. Oh, yummy, yum, yum. Okay, weg. Erholen. Oh. Schnell die wegmachen, bevor da die garstigen Sachen rauskommen. Jo, da ist was Garstiges. Das war super lecker. Ganz viele Spawner und nur klein Gedöns hier.
Verballere ich auch gerne ein bisschen Munition. Habe ich mir verdient.